Und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Let's Play Planet Crafter. Ja, in den letzten Folgen haben wir ja so ein bisschen rumgewuselt hier. Ach, muss mal gerade noch was aufschreiben. Wir hatten aber gesagt, wir wollen zusehen, dass wir hinten bei dem Schiff da das alles rausholen. Also aus diesem Schrank, den wir da gemacht haben. Aber ich will jetzt erstmal gucken hier. Ja, kommen dann demnächst. Wie sieht das mit Strom aus? Verfügbar 5,5 kW ist nicht viel. Da haben wir alles gelesen. Blauen Himmel haben wir. Und als nächstes kommen Wolken. Da sind wir bei 85%. Okay, das heißt, es gibt bald Regen. Bevor wir jetzt anfangen und da einsammeln, werde ich jetzt beigehen und hier unten im Tal alles einsammeln. Weil das läuft uns dann ja über kurz oder lang voll. Einfach jetzt unsortiert alles mitnehmen, was hier unten ist. Denn das geht definitiv jetzt schneller, als wenn wir das später machen, wenn es bei Wasser gelaufen ist. Inventar voll. Gut. Gehen wir einmal hierher. So. Und dann können wir jetzt noch mal ein bisschen beigehen und noch einsammeln. Denn runter. Oh, die Raketenstartplattform. Was ich mir in der Zwischenzeit auch überlegt habe, ich werde mal beigehen und noch mal ein paar Module bauen, um unsere Station größer zu bauen, um dann von der anderen Seite auch schon mal die Treppe ranzusetzen und dass ich dann die Länge der Station schon mal fertig habe. Und dann kann man nämlich auch bei Bedarf Schränke zusätzlich hinsetzen und so weiter. Inventar voll. Gut, also einfach mal hoch. Alles dabei um ein Solarmodul. Wie war denn das jetzt? Das Baumenü. Mit Q. Boah. Da fehlt uns Aluminium für. Also müssen wir was auspacken und dafür Aluminium rein. Iridium, Eisen, Alu. So. Kriege ich noch eins? Silizium und Kobalt brauche ich noch. Holen wir noch mal schnell.
Silizium hier drüben. Ja. Gut. So. Bisschen was ausladen. Aluminium haben wir keins dabei. Kobalt haben wir noch eins. Iridium haben wir nicht. Uran und so weiter auch nicht. Eisen. Okay. Magnesium. Das packe ich hier auch noch rein. So, aber irgendwas war, was wir neu bauen können. Grasstreuer. Brauchen wir zweimal Wasser, Magnesium, Aluminium und diese Samen. Diese Samen. Magnesium und Aluminium. Alles. Ja, müssen wir eben Wasser herstellen. So, direkt vor der Haustür mal so ein bisschen. So, was brauchen wir denn für so eine zweimal Eisen, einmal Titan? Wie viele passen da noch hinter? 1 noch. Ja, wir können es ja später immer noch vergrößern. Also nochmal 6-mal Eisen. Und 3-mal Titan. So. Damit haben wir die volle Länge. Jetzt brauchen wir noch so eine Tür. Eisen, Titan, Silizium. Silizium ist hier. Einmal. Titan, einmal. Und Eisen, einmal. So, eine Tür. Genau. Und dann brauchen wir noch eine Treppe. Eine Treppe brauchen wir einmal Eisen für. Schwupps. Sehr schön, so wollte ich das haben. So, jetzt trinken wir mal einmal Wasser. Eine neue Mitteilung. So, brauchen wir einmal Eisen. Eis, nicht Eisen. Wasser herstellen. Genau, dann haben wir alles. Mehr nehmen wir nicht mit. So, eine neue Mitteilung. Wo sind sie? Da sind sie.
Ich bin ein Planet Crafter, der auf dem Planet sowieso geschickt wurde. Wenn du diese Nachricht erhältst, bedeutet das, dass du in der Nähe bist. Vielleicht bist du ja auch ein Planet Crafter. Das Wetter ist grässlich und mir gehen die Ressourcen aus. Es gibt nicht genug auf dieser kargen Welt, um sie zu terraformen. Ich weiß nicht, warum ich das gewählt habe. Der Tod wäre angenehmer gewesen als diese Hölle. Wenn mir jemand helfen kann, dann bitte. Tja, da kann ich nicht helfen. Das ist ja unser Problem. So, ich will das Schiff da hinten nochmal unter die Lupe nehmen. Das war ja eigentlich Ziel dieser Folge. Das war die Sachen da hinten noch rausholen, die ich da in die Dinge reingepackt habe, in den kleine Häuschen hier. Ah, da ist aber nicht viel drin, aber okay. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier noch mal reingehen, weil es könnte sein, dass wir hier noch was haben, was ich noch nicht gesehen habe. Da hinten die Truhe haben wir weg. Hier haben wir auch. Alles mitnehmen. Truhe weg. Alles mitnehmen. Truhe weg. Okay, hier brauchen wir also Dekonstruktion Level 2. Dann können wir diese Dinger hier zerlegen und können hier noch weitermachen. Also brauchen wir jetzt erstmal hier gar nichts machen, sondern wir sollten zusehen, dass wir dieses Dekonstruktion 2 lernen. So, einmal vollgepackt und zur Basis zurück. Fangen wir wieder von hier an. Das einmal sortieren. Titan. Kobalt haben wir nicht. Iridium haben wir einmal. Eisen. Silizium, Magnesium. So, das da rein. Stoff auch mit rein. Blumentopf. Was macht der? Was bringt uns der? Der Blumentopf.
sehe ich hier noch? Achso, hier unten. Blumentopf. Ah, der produziert Sauerstoff. Gut. Aha, irgendwas mit. Und wo bin ich denn? Hier bin ich. Abbaugeschwindigkeit T1. Gut, Magnesium, Silizium, Aluminium. Magnesium, Silizium. Okay, damit bauen wir jetzt Erz schneller ab. So, was war jetzt alles noch? Microchip Blueprint Pinning T1. Zweimal Kobalt, Magnesium, Superlegierung, Osmium und Aluminium. Ich glaube, Osmium haben wir noch nicht. Nee. Gut, das können wir noch nicht bauen. Das heißt, wir gehen jetzt, oh hier wird es langsam grün, sehr schön. Wir gehen jetzt wieder bei und sammeln hier unten ein. Mal gucken, wenn das jetzt schneller gehen soll. Wie schnell das geht. Voll. Haben wir denn jetzt Eisen dabei? Nein, wir haben kein Eisen dabei. Ich hatte nämlich jetzt die Hoffnung, dass wir da hochgehen, da eine kleine Station bauen. Für die kleine Station brauchen wir was? Zweimal Eisen, Titan, dreimal Eisen, zweimal Titan, einmal Silizium. Habe ich, bis wir da sind, mit Sicherheit wieder vergessen. Da hochflitzen und kann da oben bauen. Damit wir da oben dann auch Luft holen können.
liegen überall eine Menge Rohstoffe rum. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, nur wegen der Rohstoffe durch die Gegend zu rennen und hier dran 3 Folgen lang nur Rohstoffe zu sammeln. Ich glaube, das wäre für euch dann auch langweilig. Was auf dem Weg ist, nimmt man mit, und wenn wir jetzt dringend irgendwas brauchen, ja, mit unserem Sauerstoffvorrat und so weiter, das wird ja auch noch besser. Na, guck mal, hier ist eine Kiste. So richtig flach ist es hier aber auch nicht. Wir brauchen ja eine flache Stelle. Wie wäre es denn hiermit? Ah, jetzt habe ich das Inventar vollgepackt. Das ist dumm. Ja, ist gut. Ist noch genug. Wo war jetzt die Kiste da unten? Da werde ich wohl erstmal was reinschmeißen. Jetzt war mal was zu futtern. Wobei, einmal futtern kann ich schon. Dann bin ich schon mal wieder satt. Jetzt schnell dahin, das bauen, bevor mir der Sauerstoff ausgeht. Es wird mich langsam eng. Ja, ich weiß. Jetzt kommt hier noch ein Schränkchen hin. Und hier kommt alles rein, was so ist. Und dann kann ich ins Schiff gehen. Oder sammle hier noch mal kurz alles ein. Hütte rum. Darunter habe ich, glaube ich, nichts übrig gelassen. Gut. Ah, gucken wir mal, ob wir in das Schiffchen hier irgendwo reinkommen. Wir brauchen da nicht gucken, ob wir reinkommen, sondern wir müssen gucken, wo wir reinkommen. Weil wir kommen definitiv rein. Also hier rum nicht. Meine hier im vorderen Bereich. Ja, ich weiß. Eine Heizung. Okay.
Sehr schön, da haben wir dann noch direkt Wasser und so weiter. Inventar voll, okay. Sauerstoff. Schon wieder das Inventar voll. Okay, dann gehen wir erstmal bei und gehen einmal raus. Packen das da alles in den Schrank. Und vor allen Dingen, wir bauen einen Konstruktor, und zwar so einen einfachen, mit dem wir Sauerstoff und Wasser herstellen können. Ich glaube, das ist in dem Moment hier wichtig. Herstellungsstation 2. Ach, die 1 können wir gar nicht mehr bauen. Na gut, dann bauen wir die 2. Dafür brauchen wir Eis und dafür brauchen wir Kobalt. So. Kobalt haben wir. So, das nehmen wir wieder mit. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo Eis finden, dass wir auch noch mal Wasser herstellen können. Dann ist Eis. Okay, jetzt haben wir sogar zwei Wasser. Eine hat man noch. Alles gut. So. Ein Biom. Jetzt wird's interessant. Und hier sind reichlich Kisten noch. Voll. Ja, da habe ich Angst, dass mir das despawnt. Das packe ich mal weg. Nehme das mit. Ja, da war ich auch schon mal dran.
Soll ich mich verlaufen? Mal wieder. Gut, hier lang. So, Wasser haben wir hier und Lebensmittel haben wir hier. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Sauerstoff, aber das können wir aus Kobalt herstellen. Wir brauchen einen zweiten Schrank. Dafür brauchen wir mehr Eisen. Das haben wir hier. Zack. Essen, Sauerstoff, trinken. Ja, aber damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.